love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, so I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time. Salve, das war der Krakauer, willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Garten. Ich bin tatsächlich nicht mehr wieder am Grillen. Heute ist Sonntag, der 7. Ich habe vorhin schon zwei Bier rüber für euch abgezählt. Ja, jetzt wollte ich noch ein bisschen grillen. Habe ich gestern schon gesagt, konnte ich nicht filmen, weil ja, Baulärm gestört hat, habe ich halt gleich sein lassen. Aber das mache ich jetzt heute noch ein kleines Grillvideo. Es geht einfach heute mal wieder um Würste. Ich hatte zufällig, ich wusste Freitag nach Wippert. Da hatten sie bei der Stunde nämlich Falkenpfälzer im Angebot. 2 Kästen Bier, also 20 Liter, ne 10 Liter, Entschuldigung, für 8,80 €. So, dann war ich zufällig beim Hager Baumarkt. Und da hatten sie dann, ich war ein Kerl, ein richtiger Fleischstand dazu verkaufen und der hatte mir dann diese Krakauer verkauft. Kostete knapp 3 € diese Packung Krakauer für die Kenner des herzhaften Genusses. Ja, 252 Gramm sind da drin. 45,5% Schweinefleisch und Schweinefett 28,4%, also richtig ungesund. Ja, egal. Ich wollte das mal vergleichen mit dieser Bratwurst hier von Aldi. Die hatte ich eingefroren, darum sieht das nicht mehr so ganz so schön aus. Ich blende jetzt erstmal ein, dieses Paket ein, was ich halt raus habe. Ja, ich weiß nicht mehr, diese große Packung hat glaube ich 4,99 € oder 5,99 € gekostet und ich will mal vergleichen, lohnt sich dieser Mehrpreis, lohnt sich das auszugeben. So, jetzt mache ich gleich für euch den Grill an, ihr seht, den habe ich schon an, und ich drehe die Intros hier immer nachher, was auch für mich einfacher ist. So, da sehen Sie meine Plansche im Waschmaschinengrill. Ich habe jetzt hier zwei ganz normale Grillanzündwürfel, eigentlich sind es sogar 4. Und ich habe auch mein eigenes Feuerzeug heute. Der Blöde im Sommer ist natürlich, dass die Sonne immer scheint, dass da was Schönes ist. So, mit meinem Feuerzeug geht es natürlich alles am besten an. Ich schmeiß jetzt einfach irgendwie ein Holz rein, was ich noch irgendwo gefunden habe. Bekommen. Erstmal dünnes Holz zum Anbrennen. Ihr seht jetzt, es wird so langsam warm, es glüht durch. Das glüht durch, es fängt gerade an zu brennen. Ihr seht, hier blutet das Feuer richtig schön. Ich werde gleich das Grillrost drauf machen. Weil ich hatte das unter der Woche mit Fett eingeschmiert, damit das nicht rostet. Das Fett soll nicht verbrennen. Ich habe es auch schon abgewischt, aber nur zur Sicherheit. Wir packen jetzt mal diese schönen Krakauer aus. Ich bin gespannt, ob sich das lohnt, das Ganze. Ich versuche natürlich die Krakauer nicht einzuschneiden, die werde ich gleich aber einstechen. Ne, einstechen werde ich auch nicht. Ja doch, einmal. Ach, die haben das Schild da drunter gemacht. Das klebt gar nicht. Ich dachte, es wäre hier draufgeklebt, aber nein, ich war nur mit reingesteckt. Einmal hier, einmal da. Also wegplatzen können sie eigentlich nicht mehr. Ich lasse das Feuer noch ein bisschen runterbrennen. Das wird eh ziemlich heiß, weil ich habe so viel Holz, ich muss das Holz noch verbrannt kriegen. Ja, dann werden wir vielleicht zusammen die Bratwürste und die Krakauer drauf tun. Ihr seht, das lodert ganz gut. Mein ganzes Schrottholz, was ich aus dem Baustellcontainer rausgesucht habe, brennt ganz gut. Ich nehme jetzt erstmal hier diese Bratwürste von Aldi, die packe ich jetzt hier ganz an den Rand hin. Geht einfach nur darum, dass sie ein bisschen Wärme kriegen, damit die auftauen. Ich habe die nämlich eingefroren, die sollen jetzt einfach auftauen. Dann kommt gleich die Krakauer noch mit drauf. Ich bin ja mal wirklich gespannt, wie diese Würste schmecken. Ich packe die jetzt auch nicht genau ins Feuer. Ob sich das ganze Geld wohl lohnt, ich weiß es nicht. Gedreht oder gewendet werden diese Bratwürste mit der Grillzange aus meinem wunderbaren Grillkoffer. Den findet ihr in einer Videobeschreibung, beziehungsweise da findet ihr den Link zu Amazon. Pack die doch mal ein bisschen mehr ins Feuer, dann habt ihr die wenigstens im Bild. So, fast packe ich sie halt auch woanders hin. Da kann ja nicht viel wegplatzen, glaube ich einfach mal. So müsste das für euch besser zu sehen sein. Mist. Gehen die auseinander? Ne, die gehen immer noch auseinander. Ich packe jetzt doch mal wieder ein bisschen in die Wärme. Mir geht es halt darum, dass die Würste halt nicht zu kalt liegen und nicht zu warm. Das ist ziemlich schwer abzuschätzen. Jetzt kommt noch Wind, jetzt kommt Luft ans Feuer, merkt man gleich, wird ordentlich warm. Auch hier, wo ich stehe, es ist wirklich sehr heiß. Wir haben es jetzt 3 Minuten später, da kann ich nicht stehen. Die Krakauer sind mir leider alle aufgeplatzt, hätte ich doch einstecken sollen. Naja, die beiden Zwillingsbratwürste, die ich eingefroren hatte, sind jetzt auch aufgetaut, die kleben nicht mehr zusammen. Ja, dann können wir gleich anrichten. So, den Luftteller gedreht. Ich habe die Aldi-Würste dann doch einmal irgendwann klar durchbekommen, braun bekommen. So sehen die aus. Schmecken gut, muss ich wirklich sagen. Also das Geld schmeckt nicht gut. Die werden als Thüringer Rostbratwurst verkauft. Oder wurden, welche jetzt nur noch angeboten werden. Ich glaube, das war so ein Einmalangebot. Jetzt probieren wir mal zusammen die Krakauer. Bin ich richtig gespannt drauf. Also es schmeckt ähnlich wie ganz normale Krakauer, also die Zehnerpackung, die ich sonst immer hatte. Aber es schmeckt doch nicht viel besser. Ich kann es auch nicht genau beschreiben. Es schmeckt ähnlich wie die Krakauer, aber nicht ganz so salzig wie sonst. Ja, nochmal zurückzukommen auf die Frage, lohnt es sich mehr Geld auszugeben oder nicht für sein Essen? Ich finde, das muss auch jeder selber beantworten für sich. Ich habe mitbekommen, dass Aldi jetzt die Preise wieder senken möchte fürs Fleisch. Die sind Anfang des Jahres enorm hochgegangen, oder? Ja, kann sich wohl keiner mehr leisten, darum muss Aldi die Preise wieder senken. Finde ich auch wirklich gut. mein Gyros, ein Schweinegeschnetzeltes, das hat ja fast 9 Euro gekostet, zum Beispiel Hackfleisch, ich glaube 7 Euro und so. Das ist schon ziemlich viel Geld. Dennoch muss ich sagen, die etwas teureren Krakauer haben mir ebenso wie die Bratwurst und Aldi sehr gut geschmeckt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, haut mir ein Like und ein Abo rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.